So, ich will auf ein Festival, Musik, Menschenmengen, Moshpits, aber das ist ja wegen Corona momentan leider nicht möglich. Denkst du, es gibt Festivals, die sich an die Corona-Standards angepasst haben, das B-Side-Festival in Münster zum Beispiel. Unter dem Motto Einquartiert findet es in diesem Jahr zum insgesamt fünften Mal statt. Das Ganze wird organisiert vom B-Side Kultur e.V. und wie das Ganze so abläuft, das zeigen wir euch jetzt. Das B-Side Festival. Seit 5 Jahren existiert es als etablierter und fester Bestandteil der Kulturszene in Münster. Es wird überwiegend von Ehrenamtlichen des B-Side Kultur e.V. organisiert und finanziert sich durch Zuschüsse der Stadt und freiwillige Spenden. Kultur, Freiheit, Individualität und Auslebung der eigenen Persönlichkeit, dafür steht das Festival. Das Programm umfasst üblicherweise neben Konzerten und musikalischen Events auch kulinarische, künstlerische und sportliche Angebote, welche normalerweise an einem Wochenende stattfinden. In diesem Jahr jedoch ist alles anders. Wir sind jetzt auf der B-Side-Rampe. Momentan ist noch nicht so viel los. Das wird sich aber sicherlich gleich ändern. Sehen wir doch mal genauer nach. Und ganz wichtig, Maske nicht vergessen wegen Corona. Dieses Jahr musste durch Covid-19 das Konzept des Festivals vollständig angepasst werden. Im Rahmen der Kulturtage findet das Festival über 10 Tage verteilt zwischen dem 11. bis zum 20. September statt. Die einzelnen Programmpunkte sind räumlich und zeitlich voneinander getrennt. Manches findet live mit Publikum und Maskenpflicht außerhalb der Sitzplätze statt, manches nur online via Livestream. Doch lässt sich das Konzept auch tatsächlich in die Realität umsetzen und ist es vielleicht sogar eine erfolgreiche Alternative zu den Festivals, wie man sie aus der Vergangenheit kennt? Pfeile und Markierungen auf dem Boden geben die Laufrichtung auf dem Festivalgelände vor. Auch sind Desinfektionsmittelspender an Ein-, Ausgängen und Toiletten vorzufinden. Das sind Greta und Carsten. Sie sind Teil des Organisatorenteams des Festivals. Ich habe die Möglichkeit, mit den beiden über die Planung und die dabei entstandenen Herausforderungen zu sprechen. Also ich bin für das Promo-Team verantwortlich, heißt alles rausdroppen, was irgendwie auf Social Media nötig ist. Dieses Jahr natürlich ein bisschen mehr, weil wir natürlich ein Online-Festival haben. Heißt, viele Leute informieren sich irgendwie auf Social Media, was gerade abgeht. Und genau, ich mache so ein bisschen die Promo auf Social Media. Und ich habe viel für die Website gemacht. Dann habe ich auch ein bisschen die Online, die Voraufzeichnungen begleitet. Jetzt die Konzerte, das war super cool. Musik, die ganzen Bewerbungen sich anzuschauen, anzuhören. Ich will von den beiden wissen, welche besonderen Herausforderungen und Probleme bei der Organisation des diesjährigen besonderen Festivals aufgetreten sind. Dass Anfang des Jahres natürlich unsere analogen Treffen gecuttet wurden. Wir konnten uns nicht mehr face-to-face irgendwie treffen. Und deswegen mussten wir halt Online-Pläne machen und das war super anstrengend, weil kann man sich ja vorstellen, irgendwie mit 15 Leuten in so einem Online-Ding und jeder musste dann immer aufpassen, wann er redet und jeder musste sich irgendwie einschalten. Das war schon echt eine große Herausforderung. Was natürlich auch eine Herausforderung ist bei dieser Sache, das ist alles ehrenamtlich. Also die Leute, die hier mitmachen, die machen das, weil sie Bock haben auf sowas. Also es wird keiner gezwungen, irgendwas zu machen, es wird keiner bezahlt dafür. Und was vielleicht, also was ein Vor- aber gleichzeitig auch ein Nachteil ist, denke ich, ist so ein bisschen, dass wir keinen Geschäftsführer oder sowas haben, sondern wir alle quasi, ist ein Plenum, wenn wir uns treffen. Jeder wird gehört, jede Stimme wird gehört. Das ist sehr cool, das ist wirklich, denke ich, auch die Stärke davon. Zudem will ich noch erfahren, wie die Pläne und Erwartungen der nächsten Tage lauten. Genau, also wir haben halt super viele Vorproduktionen, super viele Livestreams zwischendurch auch noch, die dann halt live übertragen werden. Unsere Pläne sind halt, die natürlich zu droppen und genau, wir weisen auch immer alle Leute noch darauf hin, immer auch auf Hygiene zu achten, auch während des Festivals auf jeden Fall. Und ja, unsere Pläne sind eigentlich, dass wir hoffen, dass alles gut läuft, so die Livestreams, dass mit der Übertragung alles gut läuft, übers Internet und halt möglichst viele Leute irgendwie dabei sein können. Die Erwartungen sind, es wird super geiles Wetter, der Sommer kommt zurück für das B-Side Festival, super geil. Wir hoffen und erwarten, dass viele Leute trotzdem noch nicht überdrüssig sind, sich Online-Content, Kultur, Kunst reinzuziehen. Das wäre super schön. Dann auch, dass viele Leute sich das Festival wahrnehmen, dass am Hansaring gerade was passiert. So, Irie Meyer and the Massive Vibes hier beim B-Side Festival 2020. Bitteschön. Das farbenfrohe Logo verweist auf das bunte Portfolio an Angeboten für eine breite Zuschauerschaft. Hier für euch ein kurzer Ausschnitt aus dem musikalischen Programm.
Zusätzlich spreche ich mit ein paar Besuchern über deren persönlichen Eindruck und wie sie das diesjährige Festival wahrnehmen. Wie hat dir das heutige Programm des Festivals gefallen? Sehr gut, ich war jetzt gerade eben beim Theaterstück. Davor konnte ich leider gar nichts vom Programm wahrnehmen heute, aber ich war in den letzten Tagen auch schon mal da. Ja, ganz gut. Also es hat Spaß gemacht, war lustig. Sehr gut. Also ich habe nicht alles gesehen natürlich. Man sucht sich ja ein bisschen aus, wo man hingeht, aber da, wo ich teilgenommen habe, das hat mir Spaß gemacht. Und wie nimmst du das Festival unter den besonderen Corona-Bedingungen wahr? Also ich finde, die Veranstalterinnen und Veranstalter haben das sehr gut umgesetzt, so mit der Waage zwischen Digitalisierung und Präsenzveranstaltung. Ich finde es erstmal sehr gut, dass alles umsonst ist, weil ich glaube, das lockt einfach viele Besucher an. Also für mich war dieser Abend jetzt relativ normal. Also klar, man musste mit Maske zum Platz gehen, aber ansonsten fand ich, hat es sich sehr normal angefühlt und tat irgendwie sehr gut, mal wieder ein bisschen Kultur zu haben. Glaubst du, dass diese Form des Festivals auch in Zukunft denkbar ist? Ich glaube schon, allerdings habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute die Online-Angebote gar nicht so wirklich wahrnehmen. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, klar wäre es schöner, wenn alles normal stattfindet, aber so den Umständen entsprechend fand ich es richtig gut. Ja, in Ausnahmefällen und wenn gerade pandemiemäßige Umstände bestehen, dass man es machen muss, da ist auf jeden Fall ein Digitalisierungsschub, glaube ich, durch die Reihen gegangen. Natürlich ist es wünschenswert, dass alle Konzerte, alle Theater, alle Theaterstücke live stattfinden können, ist ja klar. Das war's auch schon mit dem Festival. Hinter mir wird auch schon fleißig abgebaut. Ich konnte tatsächlich sehr viele verschiedene, vielseitige Programmpunkte entdecken und beobachten. Alles in allem hat es natürlich auch großen Spaß gemacht. Wie aber auch schon die Interviewten gesagt haben, es ist, die Leute wünschen sich die alten Formen des Festivals dann doch lieber zurück mit mehr Leuten, mehr Stimmung, mehr Party. Und ich denke, die Meinung kann man auch durchaus vertreten. Man hat durchaus gemerkt, dass sich die Organisatoren bei der Planung des Festivals sehr viel Mühe gegeben haben. Die Leute hatten alle sehr viel Spaß. Es konnten sehr viele Programmpunkte stattfinden, auch unter diesen besonderen Corona-Bedingungen. Von daher kann man alles in allem sagen, dass sich das Festival auf jeden Fall gelohnt hat und auch in Pandemiezeiten erfolgreich stattgefunden hat. Amen.